Das Wasserabrasivsuspensionsschneidverfahren, kurz WAS-Verfahren, wird aktuell nur diskontinuierlich betrieben. Was das bedeutet, wollen wir mit diesem Video erklären. Dazu schauen wir uns den Hochdruckbehälter genauer an. Während des Schneidens wird die unter Druck befindliche Suspension aus dem HD-Behälter herausgedrückt. Wenn dieser Vorrat sich während des Schneidens dem Ende nähert, muss der Schneidvorgang unterbrochen werden. Das Bypassventil wird geschlossen und das System heruntergefahren. Nun kann das Abrasivmittel über den Hopper nachgefüllt werden. Ist der HD-Behälter wieder voll, wird die Maschine angefahren und der Schneidprozess fortgesetzt. Um dieses diskontinuierliche Verfahren zu umgehen, hat die ANT AG ihr weltweit patentiertes Schleusenverfahren entwickelt. Fällt die Abrasivmenge im HD-Behälter unter ein festgelegtes Level, wird über das einzigartige Schleusensystem Abrasivmittel in den HD-Behälter geleitet. Somit kann nun kontinuierlich geschnitten werden. Eine Revolution für die fertigende Industrie. Hoher Wirkungsgrad bei geringerem Druck für einen kraftvollen, schnellen und hochwertigen Schnitt. Das ist Consus.